Ey, gleich schon wieder hochreisen zum. Aufräumen, verdonnen. Der arme Hoheisen. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Okay, ja, ich kann den so da einspannen. Könnt ihr da auch so breit machen? Muss ich auch wohl, so wie es aussieht, weil. Ups. Nein, zu breit. Bis zu Ende. Das Spiel will mich gerade echt veralbern. Er schiebt einfach das Ding darüber. Ich find's interessant. Aber ja. Das da gehört dann noch zu dem Steinbruch dazu. Gut. Also muss ich hier. Gut, okay. Kann ich mir hoffentlich merken, bis es soweit ist. Hoffentlich noch in dieser Aufnahmesession. Also, ich kann ja schon mal verraten, was ich vorhabe gerade. Ich will eigentlich. Oh, ich könnte es sogar jetzt schon machen. Also, bis hier geht der Steinbruch. Das heißt, ja, ich kann hier den Tunnel hinsetzen. Der aus gar nichts besteht. Kein. Zeit hat. Und bis nach da oben geht. So. So schaffe ich theoretisch noch einen Alternativweg nach hier oben. Okay.
Damit die Bricktrons nicht ständig hier außen rum irgendwo laufen, sondern versuchen, einen direkten Weg zu nehmen. Aber bevor ich mit dem Tunnel anfange, muss hier erstmal aufgefüllt sein und das Stück vor dem Tunnel, also die vier hier, sollten auch aufgefüllt sein. So haben wir nämlich einen zwei breiten Gang, der nicht nur aus Treppe besteht, wo sich hoffentlich die Brickfenster nicht so oft in die Quere kommen. Deswegen versuchen, andere Wege zu finden. Und da haben sie wieder Dreck gemacht. Da hat einer wieder seitlich weggehauen. Ernsthaft, Leute. Ansonsten habt ihr Spaß, oder? Ja gut, wenn du da lang läufst, dann ist das eine gute Idee. Na guck mal, da können sie auf einmal alle die Treppe nehmen. Erst auf wieder den einen Stein da liegen lassen. Was sehen wir da hier alles an Steinen liegen lasst, ey, Leute. Katapult hier hinpacken und einfach mal ein bisschen damit hier auf die Hochebene schießen und alles in die Luft jagen, ein paar Krater reinpumpen. Das wäre aber wahrscheinlich eine ziemlich aufwendige Art, was abzureißen. Ja.
Hydra richtig aufräumen. Haben sie wieder ein richtig schönes Labyrinth hingezaubert. Machen wir es lieber so. Wenn sie das gefüllt haben, sind sie hier fertig. Yay. Ich kriege ja schon mal hier den Flettentask. Inpacken. So. Gut. Gut. Das heißt, wenn Sie die da fertig haben, ziehen wir sie ab zum anderen. Und ja, es ist mal wieder die warme Jahreszeit des Jahres. Mir persönlich ist der Sommer immer viel zu warm. Deswegen verzeiht es, wenn ich heute noch etwas klinge. So. Abmarschieren mit dir. Ah ja, wir kommen langsam runter.
So, du sammelst mal hier auf und hier ein bisschen was. Ah, da war ich jetzt zu langsam. Dann McCoy, sammel du das hier auf. So. Jetzt kannst du weitermachen. Na, wie sieht's hier aus? Fast fertig. Schick. Schön. Gucke mal. Mal kurz, wenn wir rauszoomen, haben wir hier schon eine schöne Ebene. Und hier wird auch alles immer ebener. Darf dann echt nicht das Vorher-Nachher-Bild vergessen. So, alle euch darüber. Außer dir, du machst hier noch fertig. Da ist nämlich noch ein Löchle, das gefüllt werden muss. Das kannst du füllen. So. Ja. Und sie füllen hier auf. Also erstmal hier durch, beziehungsweise erstmal die Fläche hier und das Stück vor dem Tunnel. Dann hier durch und dann das hier, dass wir einen schönen Hochgang haben. Das war jetzt zwar ein bisschen riskant, ich hoffe, es gibt keinen Lag. Gibt's nicht, gut. Ja, da war mal wieder einer etwas überfleißig. Wehe dir, Gong. Klappt wenigstens alles einigermaßen.